Ich habe mir eine sehr einfache Spannungsteilerschaltung ausgedacht, um das ESR eines Kondensators zu messen. Um zu prüfen, ob meine Annahmen korrekt sind, baue ich das Ganze mal eben in LTSpice nach. Wir brauchen einmal Masse, dann eine Signalquelle, natürlich den zu messenden Kondensator und, da es sich um eine Spannungsteilerschaltung handelt, auch einen Widerstand. Das Ganze verdrahten wir dann natürlich noch. Und oh, Massepunkt vergessen. Okay, so einfach ist das Ganze. Die Komponenten müssen jetzt noch ihre Werte bekommen. Ein 10 Mikrofarad Kondensator. Und ich nehme jetzt einfach mal ein ESR von 1,7 Ohm an und wir schauen, ob in den Messungen und Berechnungen hinterher dieses ESR dann auch wieder zum Vorschein kommt. Ich nehme einen 100 Ohm Widerstand an. Die Signalquelle müssen wir etwas modifizieren. Das muss ein Sinusgenerator werden. Die Spannung ist eigentlich beliebig. Hier 5 Volt und gemessen wird, zumindest habe ich das so in Datenblättern entnommen, bei 100 Kilohertz. Das heißt, wir haben jetzt eine 100 Kilohertz Signalquelle, einen definierten Widerstand und einen zu messenden Kondensator. Jetzt beginnt die Simulation. Ich probiere einfach mal ein paar Werte aus. Das ist nicht hoch aufgelöst genug. Ich muss die Zeit kürzer wählen. Und das sieht schon besser aus. Ich kann nun die Effektivwerte beider Spannungen am Spannungsteiler messen, indem ich die Steuerungstaste gedrückt halte und die Spannung jeweils anklicke. Das ist die Schaltung zur besseren Übersicht noch einmal mit Fritzing nachgebaut. Zu beachten ist, dass die Werte U1 und U2 natürlich jeweils gegen Masse bezogen sind, anders als man normalerweise einen Spannungsteiler baut. Das müssen wir bei der Berechnung natürlich berücksichtigen. In meinem Skript ist das eingebaut. Wir tragen also die gerade bestimmten Werte, ups, sorry, tragen also die gerade bestimmten Werte ein und schauen, was für ein Ergebnis als ESR rauskommt. Und tatsächlich die gerade als Eigenschaften für den Kondensator eingegebenen 1,7 Ohm erscheinen hier wieder. Okay, das sieht gut aus. Also weiter zur Werkbank und die Sache in der echten Welt nachgebaut. Okay, zuerst messe ich den Widerstand, nominal 100 Ohm, aber beim Kohleschichtwiderstand sollte man ein bisschen nachmessen, was man denn wirklich bekommt. Ich habe das Messgerät genullt und wir kommen hier auf 98 Ohm. Das ist gut genug. Der Kondensator ist ein 100 Mikrofarad Kondensator. Der kleine ESR-Tester zeigt hier 0,9 Ohm. Wir werden sehen, wie sich das mit der experimentellen Messung vergleicht. Die Schaltung ist hier auf einem Steckbrett aufgebaut. Mit dem Zweikanal-Oszilloskop lässt sich die Messung identisch zur LTSpice-Simulation durchführen.
Das Oszilloskop scheint sehr langsam, weil eine starke Durchschnittsbildung, starkes Averaging eingestellt ist. Okay, das sind die Messwerte. Ein bisschen deutlicher, eine bessere Auflösung des Signals über den Kondensator zu bekommen. Hier sehen wir nochmal einen sauberen Screenshot. 3,2 Volt Peak to Peak für das Signal über dem Widerstand und 20,2 Millivolt über dem Kondensator. Ob das jetzt Peak to Peak oder Effektivwerte sind, ist egal. Es handelt sich um Sinusspannung und die Verhältnisse bleiben in dem Fall jeweils gleich. Ich gebe in meinen Rechner die Spannungswerte ein, korrigiere noch den Widerstandswert und komme auf 0,64 Ohm. Das ist weniger als der Tester angezeigt hat, wobei ich mir auch nicht sicher bin, dass der ESR-Tester korrekt die Werte anzeigt. Hier habe ich einen etwas schlechteren Kondensator, zeigt am Tester 1,1 Ohm. Und wir schauen mal, wie sich das vergleicht, wenn wir dieselbe Messung wie gerade eben an diesem Kondensator durchführen. Hier einsetzen. Polarität ist eigentlich egal, weil die Spannung ohnehin sehr gering ist. Okay, und hier haben wir die Werte. Ich mache gerade noch einen Screenshot. Und hier haben wir den Screenshot mit den Messwerten und die gebe ich jetzt wieder in den JavaScript-Rechner ein. Hier sehen wir, wir kommen auf 0,89 Ohm. Das ist deutlich mehr als das, was wir beim anderen, besseren Kondensator gemessen haben. Von den Verhältnissen her klingt das vernünftig. Inwieweit die absoluten Messwerte stimmen, kann ich nicht sagen.